Besten Dank. Sehr verehrte Damen und Herren, ich will Sie nicht lange vom Mittagessen abhalten und werde auch schauen, dass ich meine Zeit entsprechend einteile. Ich will nicht allzu lange über mich sprechen. Die wichtigsten Dinge hat Matthias bereits gesagt. Ich bin Vorstandsmitglied von CA Open und im beruflichen Umfeld tätig als Bereichsleiter des Betriebs. Ich habe vorhin, bevor ich das gemacht habe, den Softwareentwicklungsbereich geleitet in der Adfinisei Group. Das ist ein größerer unabhängiger Open Source Dienstleister in der Schweiz. Ich habe ungefähr von 15 Jahren mit Open Source mich begonnen zu beschäftigen und bin seither wirklich auch in der Technik tätig. Ich bin also in der Regel auf der anderen Seite des Tisches, wenn es um Beschaffungsgegenstände geht. Das heißt, ich bin konfrontiert mit den Ausschreibungen, die Sie in Ihrer täglichen Arbeit produzieren. Und ich möchte jetzt im Rahmen meines Vortrages einige Hilfestellungen Ihnen auch geben, wenn es darum geht, wie können Open Source Produkte in Beschaffungswesen überhaupt integriert werden. Ich skizziere ganz kurz die Ausgangslage. Meines Erachtens ist die IT heute nicht mehr ohne quelloffene Software betreibbar. Ich kenne auch keine IT-Umgebung, die ohne quelloffene Software funktioniert. Wir finden aber trotzdem immer wieder fehlendes Fachwissen in diesem Bereich überall, sei es jetzt in der Technik, sei es jetzt in der Beschaffung. Es ist nicht nur ein Beschaffungsthema als solches. Insbesondere in der Beschaffung von Open Source Software werden aber immer wieder Fragen aufgeworfen. Zum Beispiel, wie sieht es mit der Gewährleistung und der Haftung durch den Dienstleister aus, wenn er jetzt Komponenten aus einem Open-Source-Umfeld integriert? Steht er dafür gerade, wenn etwas in diesen Komponenten zum Beispiel nicht funktioniert? Dann auch Fragestellung, welche Open-Source-Lizenzen, da gibt es einen riesigen Wald voll, sind überhaupt zugelassen? Gibt es solche, die nicht zugelassen sind? Welche sind allenfalls besser geeignet, welche nicht? Zudem auch immer wieder die Fragestellung, ist Open Source überhaupt zugelassen oder müsste man das ausschließen? Wie bewertet man Open Source Software im Beschaffungswesen? Und alle diese Fragestellungen, die sehe ich als Anbieter auch immer wieder in solchen Diskussionen, wenn wir mit potenziellen Kunden das diskutieren und eben auch bei öffentlichen Ausschreibungen, wo immer wieder man feststellt, dass da noch gewisse Fragestellungen eben offen sind. Dazu kommt, dass die bestehende IT AGB-Bund nicht in allen Bereichen optimal für Open Source ist und dank der großen Unterstützung auch jetzt vom BBL konnten da gewisse Dinge verbessert werden in Anbetracht der Open Source Dienstleister. Ich werde dazu dann im späteren Verlauf noch kurz zu sprechen kommen. Ich habe dazu noch einen Slide, der von der Open Source Studie 2012 kommt. Man sieht im ganz linken Bereich einen Ausschlag. Es geht da um die drei wichtigsten Nachteile von Open Source Software. Da hat man Entscheidungsträger gefragt in der Schweiz, wo sehen sie die Probleme? Und der öffentliche Sektor hat mit Abstand am meisten eigentlich die unklare Haftung als größten Nachteil benannt. Und das ist für uns im Endeffekt auch ein Warnsignal gewesen, dass wir uns da mit dieser Thematik beschäftigen müssen. Und daraus resultierten dann folgende Anliegen, die wir als CH Open und auch als Dienstleister von Open Source Leistungen uns widmen wollen. Einerseits gibt es Unklarheiten in Bezug auf die Beschaffung, das habe ich bereits eingehend erwähnt. Ein Anliegen ist, dass diese Unklarheiten eliminiert werden, dass wir da Ihnen, liebes Publikum, Mittel auf den Weg geben können, mit denen Sie klar sehen, das und das ist möglich, diese Dinge müssen wir beachten. Es ist uns auch ein Anliegen, dass es wettbewerbsneutrale Ausschreibungen gibt, in denen nicht ein spezifischer Hersteller oder ein spezifisches Produkt bereits im Vorfeld erkoren wird in der Ausschreibung. Ich werde da zwei, drei Beispiele dann noch schnell zeigen, dass es das eben gibt. Natürlich ist uns als CA Open und auch als Dienstleister ein Anliegen, dass offene Schnittstellen und offene Standards überall zum Zuge kommen. Und am liebsten wäre uns natürlich, wenn
Open Source als solches ein Zuschlags- oder Eignungskriterium sein könnte in beschaffungsrelevanten Themen. Zudem ist unser Anliegen auch, dass wir Best-Practice-Beispiele Ihnen zur Verfügung stellen, in denen Sie sich an die Sie sich klammern können, wenn es um die Beschaffung von möglichen Open-Source-Komponenten geht. Und zu guter Letzt engagieren wir uns auch dafür, dass Open-Source-Dienstleister gezielt auch Angebote machen, in denen die Schutzrechte zum Beispiel über Subscriptions abgedeckt werden, dass es da weniger Bedenken gibt auf Ihrer Seite. Ich habe es kurz angesprochen, ich möchte wirklich nur kurz durchgehen, ich weiß, die Zeit ist eng. Ich möchte ein, zwei Beispiele herauspicken, in denen man sieht, mit was wir als Dienstleister auch konfrontiert sind in diesem Umfeld. Ich habe hier aus einer CMAP-Ausschreibung ein Zitat, bei der das Produkt von Anfang an gezielt eingeschränkt wurde. Mit dieser Ausschreibung wird ein Dienstleister gesucht, der die Konzeption, Realisierung, Wartung und Weiterentwicklung der neu zu erstellenden Webseite parlament.ch auf der Basis von SharePoint 2013 vollumfänglich wahrnimmt. Dies ist ein Beispiel für eine meines Erachtens nicht wettbewerbsneutrale Ausschreibung, in der bereits eigentlich ein Produkt als solches vorgeschrieben wird. Warum und wieso, dass das so ist, kann damit zu tun haben, dass wir eben keine offenen Standards als Vorgabe im Prinzip haben oder dass eben Unklarheiten in diesem Bezug vorherrschen, die es zu lösen gibt. Ich überspringe die zwei weiteren Beispiele, die ich gemacht habe, da wir zeitlich ein bisschen eng sind. Aber man sieht, dass es da im Prinzip auch noch weitere Beispiele gibt. Und das wirft dann automatisch auch die Frage auf, warum ist das so? Warum werden Technologien oder auch Produkte gezielt vorgeschrieben, statt eben wirklich auch einen offenen Wettbewerb in dieser Beziehung zu ermöglichen? Und ich habe im Gespräch mit anderen Personen drei Punkte ermittelt. Einerseits das Nichtwissen. Es gibt vielleicht zu wenig Informationen darüber, warum oder wieso könnte man Open Source in ein Projekt integrieren oder umsetzen. Dazu kommen dann eben auch die beschriebenen Unterlagen, die ich gleich erläutern werde. Dann gibt es natürlich auch das Nicht-Können, dass man in einem Umfeld sich bereits bewegt, in dem halt Technologien bereits so miteinander vernetzt oder verkoppelt sind, dass es nicht möglich ist, eben auf offene Technologien oder was auch immer überhaupt einzugehen. Und dann gibt es eben auch das Nicht-Wollen, dass man im Prinzip in den Beispielen, die ich jetzt vorhin kurz überflogen habe, eigentlich auch gesehen hat, dass es vielleicht wirklich auch Beschaffungsstellen gibt, die halt einfach nicht wollen, offene Lösungen einzusetzen. Ganz wichtig ist aber, dass es im Bereich des Nichtwissens jetzt Abhilfe gibt, eben gezielt durch Hilfestellungen, die wir zusammen mit involvierten Parteien ausgearbeitet haben. Es geht konkret um drei Hilfestellungen, die ich jetzt Ihnen kurz vorstellen möchte. Ich muss dazu sagen, das ist wirklich Work in Progress. Ich habe gestern noch ziemlich viel intensiven Input bekommen, meine Slides auch noch einmal massiv anpassen müssen. Also das ist noch nicht in Stein gemeißelt, aber das meiste ist im Prinzip mehr oder weniger in einem Endstadium. Es geht um die Anpassung der IT-AGB-Bund und zwar in allen vier IT-AGBs, die es gibt. Es sind aber kleine Anpassungen. Ich werde das kurz erläutern. Dann gibt es ein Merkblatt vom BBL, das Ihnen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, auch einen Einblick gibt, wie man diese Beschaffung im Prinzip mit Open Source oder eben mit offenen Technologien auch bewerkstelligen kann. Und zu guter Letzt noch der Leitfaden Beschaffung von Open Source Software von der SIK. Die erste Hilfestellung, die ich bereits erwähnt habe, die Anpassungen an der IT-AGB-Bund. Ich habe hier jetzt noch drei Bullet Points drauf, mit der Anmerkung, dass nur diese drei betroffen sind. Gestern wurde dann noch klar, dass auch die vierte IT-AGB-Bund, die für die Hardwarebeschaffung ebenfalls ein wenig angepasst wird, betrifft also alle diese vier IT-AGB-Bund. Um was geht es bei diesen Anpassungen? Es sind wirklich kleinere Dinge, es ist kein fundamentaler keine fundamentale Neuentwicklung. Es gibt vor allem Anpassungen in Bezug auf das vorbestehende Schutzrecht von
an Open Source Software. Dann im Bereich der Geheimhaltungspflicht bei der Freigabe von Open Source Software sowie bezüglich der Wiederverwendbarkeit von Projektleistungen. Das sind wirklich keine fundamentalen Dinge. Sie müssen da jetzt nicht komplett neu in diese Dokumente eintauchen. Ich denke, das wird in den nächsten, ich weiß nicht, Wochen, Monate dann finalisiert und veröffentlicht. Ich will da aber keine ETA geben. Dann das Merkblatt vom BBL, das mit dem ISB und auch CA Open zusammen ausgearbeitet wurde, in dem es wirklich darum geht, wie können wettbewerbsneutrale Softwareausschreibungen gemacht werden, so dass keiner der Parteien, sei es jetzt proprietäre oder Open Source Anbieter, in irgendeiner Form benachteiligt werden. In diesem Merkblatt gibt es sehr viele Hinweise für Beschaffungsstellen des Bundes, aber das kann auch für Privatwirtschaft sehr interessant sein. Das Merkblatt ist sehr knapp, kurz und klar formuliert. Es ist eine A4-Seite vorne und hinten. Und ich bin der Meinung, dass wir da bei so ungefähr 90% der Arbeit sind. Ich habe gehört, dass das optimistisch sei, aber ich denke, dass es nicht allzu weit davon entfernt ist. Die Inhalte dieses Merkblatts, die Ihnen die Arbeit schlussendlich erleuchten soll, sind, was sind die Unterschiede zwischen Open Source und proprietärer Software in Bezug auf die Beschaffung? Was ist zu beachten, damit die Chancengleichheit gewahrt ist über alle Wettbewerbsteilnehmer, also auch ganz klar kommerzielle proprietäre Anbieter wie Open Source Anbieter, werden nicht jetzt die Open Source Anbieter irgendwie bevorteilt oder so. Es werden auch Risiken erläutert im Zusammenhang mit Open Source Software oder mit Open Source Software lizenzierter Technologien, insbesondere in Bezug auf die Schutzrechte, Gewährleistung und Haftung und eben auch, wie die Anbieter dieses Modell mit zum Beispiel Subskriptionen absichern. Und zu guter Letzt, was für mich auch relevant ist, das Merkblatt sagt klar und deutlich, die OSS-Lizenz selber ist nicht beschaffungsrelevant. Dann kommen wir somit eigentlich zum letzten Dokument, das für Sie ausgearbeitet wird. Das ist der Leitfaden zur Beschaffung von Open-Source-Software von der SIK. Das Zielsetzung war für das 2014, dass dieser Leitfaden erstellt wird für die Beschaffung von Open-Source im Rahmen von öffentlichen Ausschreibungen. Also es ist wirklich auch etwas, das Sie dediziert unterstützen soll. Es geht da vor allem darum, eine Vorlage zu erarbeiten, welche bei Ausschreibungen angewendet werden kann, damit Angebote basierend auf OSS-Lösungen ermöglicht und vor allem auch alle spezifischen Aspekte berücksichtigt werden. Inhaltlich gliedert sich das unter anderem in vier Bereiche. Einerseits juristische Aspekte, das wird dann auch insgesamt ein größeres Dokument, das ist dann nicht nur ein A4-Blatt. Juristische Aspekte, welche die Anpassungen der IT-AGB-Bund erläutern. Zudem Beschaffungspraxis, in der es darum geht, geeignete Zuschlags- und Eignungskriterien zu formulieren oder aufzuzeigen. Zudem operative Aspekte, wie kann man Herstellerabhängigkeiten reduzieren und zu guter Letzt auch finanzielle Aspekte, die erläutern, wie halt das Geschäftsmodell von Open-Source-Anbietern funktioniert, wie ist das mit diesen Subscriptions zum Beispiel, was gibt es da für Unterschiede. Somit bin ich eigentlich am Ende. Sie sehen, es wird viel gearbeitet, auch für Sie, um Ihnen in Bezug auf offene Technologien, Open-Source und so weiter, Hilfestellungen zu bieten, damit Sie schlussendlich, wenn Sie dieses Stichwort hören, im Zusammenhang mit einer Ausschreibung auch etwas in der Hand haben, das Sie verwenden können, um Unklarheiten vielleicht zu beseitigen. Es ist wirklich viel jetzt gegangen und wir sind auch immer als CH Open dafür da, Sie zu unterstützen, wenn es dazu Fragen gibt. Matthias ist da sicherlich ein sehr guter Ansprechpartner, der sich auch mit den ganzen juristischen Dingen sehr gut auskennt. Das wäre alles von meiner Seite. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche dann allen eine gute Zeit.